Hallo meine Lieben. Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und ja, eigentlich sollte an dieser Stelle jetzt ein Tutorial kommen. Aber dann kam der Postbote mit den Worten, ich habe da mal ein paar Kleinigkeiten für Sie, eine halbe Wagenladung. Und ich habe gedacht, ach du Schande. Und er hat wirklich einiges vorbeigebracht. Und ich habe mir gedacht, das muss ich euch zeigen. Ich habe in diesem Video erstmal einen kleinen Haul, und zwar von Baker Ross. Ja, genau. Den Namen habt ihr wahrscheinlich, wenn ihr Fimo Tinker folgt, diese Woche schon gehört. Und ich bin ein Opfer. Ja, ich bin ein Opfer. Ich habe den Haul von Fimo Tinker gesehen und oh mein Gott. Ich habe es getan. Ich habe bei Baker Ross bestellt. Und ihr werdet es nicht fassen, was ich gekauft habe. Diejenige, die immer sagt, Sticker brauche ich nicht. Ich habe Sticker ohne Ende gekauft. Und ihr werdet gleich auch sehen, warum. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Und bevor ich jetzt noch weiter rede und dieses Video 20 Jahre lang wird, zeige ich euch einfach mal, was ich gekauft habe. So, und wir starten einmal mit diesen Stickern. Ja, ich habe überwiegend Moosgummi-Sticker gekauft und oh mein Gott, schaut euch das an. Schaut euch das bitte an. Da ist eine Schokokugel mit einem Gesicht. Da sind Möhren mit einem Gesicht drin. Da sind, was haben wir denn da hinten noch? Sushi mit einem Gesicht und oh, Erbsen. Ja, es ist auf jeden Fall jede Menge Futterkram mit Gesichtern drin. Und die konnte ich nicht liegen lassen. Die sind so süß und da hat dieser Beutel, 120 Stück sind drin, 1,35 Euro gekostet. Oh mein Gott. Ja, die mussten mit. Dann durften einmal mit. Oh mein Gott, schaut euch das an. Möpse. Ich flipp aus. Da sind Möpse drin. In dieser Tüte sind Weihnachtsmöpse, die hatte ich zuerst im Einkaufswagen und ja, jetzt waren sie einmal drin, dann wollte ich sie nicht wieder rausnehmen, weil die einfach so süß sind. Hier, ein Mops in einer Socke und hier in einem Salat, egal, ein Mops auf Schlittschuhen, ja, oh mein Gott, die waren so süß und darum mussten die einfach mit und die haben gekostet... Weihnachtsmops, 3,95 Euro. Das waren auch mit das teuerste, was ich gekauft habe. Aber ihr werdet gleich sehen, warum. Es kommen noch so viele schöne Sticker. So, dann haben wir einmal diese hier und das sind Wettersticker. Und schaut mal, eine Schneeflocke mit Gesicht. Und da sind, ach, hier sind noch Wolken und da ist, ja, es knistert, ich weiß. Da sind Blitze, da ist die Sonne, da sind Sterne, da ist ein Regenwolken drin. Ja, Fimo Tinker hat mich richtig angefixt. Und die haben gekostet auch 3,95 Euro. Also die und die, das waren die teuersten Sticker. Die anderen habe ich alle aus dem Sale gekauft. So, als nächstes haben wir dann diese hier und die fand ich auch so niedlich. Hier, Raupen, die aus einem Apfel kriechen und Schmetterlinge. Ja, und es ist bald Frühling und ach, ich habe noch nie so viele Sticker auf einmal gekauft. Ganz ehrlich, ich habe alle meine Sticker aussortiert, aber die musste ich einfach haben. So, weil es so schön ist, ja, habe ich halt nochmal Möpse gekauft. Ach so, die Raupen haben gekostet 2 Euro. 120 Stück. Und hier sind auch nochmal Möpse. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Die sind einfach so traumhaft. Schaut mal. Ist der süß. Ja, damit werden wir auf jeden Fall etwas Schönes gestalten. Ach, ich bin so verliebt. Ich bin so verliebt in Aufkleber. Es ist kaum zu fassen. So, Mops. Mops, Mops. Nein, falsche Info. Also die Weihnachtsmöpse,
Die Weihnachtsmöpse haben nur 1,49 gekostet. Die war außen im Angebot. Und die habe ich regulär gekauft. Die kosten 3,95. Genau. So rum war das. Dann haben mich diese Elfenlanden angelacht. Sind die nicht süß? Schaut mal. Die sind total niedlich. Und hier Babyelefanten. Oh mein Gott. Die sind so süß. Und ich bin so ein Opfer. Ein Opfer. 2 Euro haben die Elefanten gekostet. Ja, ich bin ein Haul-Opfer. So, als nächstes haben wir dann Schweine. Und die sind ja wohl auch mal zuckersüß. Schaut mal. Hier mit eurem Luftballon und hier mit Fotoapparat. Und ach, ja, das, ich glaube, das sind auch Deko. Spielende Schweinchen. 2,65 Euro. Ja, total niedlich. Also, ich bin gespannt, was wir damit so machen. So, und dann habe ich noch diese mitnehmen müssen. Ja, das ist ja, also, ne, steht ja außer Frage. Das sind Frösche. Genau. Grüne Frösche, lila Frösche, orange Frösche, 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 Frösche. Mit Seegras, Seeblumen, Seerosenblätter, Seerosen. Ja, die mussten natürlich mit. Und die haben gekostet zwar auch. Also ich habe für das komplette Set, für den kompletten Einkauf, den ich euch jetzt zeige, habe ich insgesamt 27,38 Euro bezahlt. Also da muss ich sagen, das ist nicht viel. Finde ich okay. So, dann habe ich mir auch eins von diesen Bastelsets mitgenommen. Ja, maritim, ne? Und ich brauche einen neuen Schlüsselanhänger, weil meiner schon wieder verloren gegangen ist. Und da habe ich mir gedacht, das passt, ne? Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Hier ist alles drin. Ich glaube, das ist sogar, ja, ist sogar einzeln verpackt. Also da sind diese 4 Schlüsselanhänger drin. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Da ist ein Stück Schnur. Da werden die Bärchen aufgefädelt. Und dann kommt unten das Gebamsel dran. Und das ist aus Holz. Genau. Und dann hat man einen Schlüsselanhänger. Also nichts Besonderes, aber für Kinder zum Beispiel finde ich das total klasse. Ja, und ich habe es halt mitgenommen wegen dem Leuchtturm und dem Strandhaus. Und ja, weil es schön ist. Genau. So, das hat gekostet, das Bastelset. Das ist ein Taschenschmucks-Bastelset Strand. Vierteilig, 2,65 Euro. Kann man echt nicht mehr. So, und zu guter Letzt mussten, und die habe ich auch bei Fimo Tinker gesehen, diese Gesichter mit. Ich habe gedacht, ich drehe am Rad. Die sind ja sowas von süß. Schaut euch das mal an. Die sind so crazy, dass sie schon wieder echt niedlich sind. Und die sind groß. Also das sind so große Früchte. Und da hat man dann halt diese einzelnen Früchte, die Bänder, die man oben dran machen kann. Und man kann diese Früchte halt mit den Teilen, die da so bei sind, dekorieren. Also, die müssen nicht so aussehen wie hier drauf, können sie aber. Und da habe ich mir gedacht, wenn man die Bänder weglässt und nur diese Früchte nimmt und die auf ein Album klebt, zu Karneval, zu irgendeinem fetzigen Geburtstag oder wie auch immer, das sieht so mega cool aus. Ja, und darum mussten die mit. Insgesamt sind das 8 Früchte, die man dann halt dekorieren kann. Und das Ganze hat mich gekostet 2,65 Euro. Genau. Ja, und das war's auch schon. Schon ist gut. Ja, das war's. Hier haben wir noch einen Flyer. Ja, es gibt alles. Es gibt diese Filzsets. Die finde ich allerdings auch richtig schön. Da kann man dann Handpuppen draus machen. Es gibt Basteln für Kinder. Es gibt Kindergeburtstagszubehör. Es gibt so viele tolle Sachen. Ich werde euch den Shop mal unten in die Infobox verlinken. Schaut einfach mal rein. Nein, ich habe nichts davon geschenkt bekommen. Ich habe alles bezahlt. So, und dann habe ich, und ich habe mir gedacht, das packe ich hier mit rein, weil das echt nicht viel ist, noch bei Kreativ Bunt gekauft.
Und ja, da kaufe ich halt immer so meine Standardsachen einmal im Monat oder alle 2 Monate. Und zwar das. Ich kaufe dort mein Klebeband, denn ich liebe dieses Klebeband. Es gibt kein Klebeband, was wirklich so gut hält, wie das eigene Klebeband von Kreativbund. Es ist einfach super. Und auf dieser Rolle sind 50 Meter. Das müsst ihr euch echt mal wegtun. 50 Meter. Und die Rolle, die große Rolle, die ist 12 mm. Seht ihr hier? Die kostet 4,95, aber ihr kommt ewig hin. Dann habe ich einmal diese, das ist, oder diese, das sind 9 mm. Die kostet 3,95. Und einmal diese, das sind 6 mm und die kostet 2,95. Also die muss ich immer haben, weil ich benutze wirklich kein anderes Klebeband mehr. Mir sind schon so viele Alben auseinandergefallen, aber mit diesem Klebeband ist mir das noch nie passiert. Ja, dann bestelle ich dort immer meine Nachfüller für meine ATC-Gun, weil die sind manchmal so schwer zu bekommen, dass die überall ständig ausverkauft sind und auch bei Kreativbund oft ausverkauft sind. Aber wenn sie dann da sind, dann schlag ich sofort zu. Und das Beste ist, ich habe die Bestellung abgeschickt. An diesem Tag habe ich hier gesessen und gebastelt und meine Gun war leer. Ja, als wenn das nicht so sein müsste, ne? Ja, auf jeden Fall, die durften auch mit und da kosten 2 Stück 6,95, also pro Band 3,50 €. Ja, weil immer so viele fragen, lohnt sich das? Also für mich lohnt sich das. Ich liebe meine ATC-Gun. So, und dann habe ich mir einmal den hier mitgenommen, denn ich habe ja die Tage dieses filigrane Teilchen ausgestanzt. Und ich hatte echt verdammten Streit mit der Klebeflasche, um ja, Kleber drauf zu bekommen und das Ganze irgendwie festzukleben. Und dann ist mir das in die Hand gefallen. Und zwar ist das ein Tombow Glue Pen. Der ist säurefrei und fotogeeignet und permanent haltend. Und der hat. Schaut mal, eine ganz feine, ne? Eine ganz feine Spitze, wie ein ganz normaler Kugelschreiber. Und ja, hier hinten ist dann halt der Klebstoff drin. Und ich werde dann mal testen, wenn er leer ist. Hier ist ja nur ein Stopfen drin, ob man den Stopfen vielleicht rausmachen kann und das Ganze nachfüllen. Aber erstmal werde ich ihn natürlich testen, ob er denn wirklich diese filigranen Teilchen auch festklebt. Da bin ich echt gespannt. Ja, das war es auch schon von Kreativbund. Wie gesagt, das ist so mein. Und das Lustige ist, dieser Einkauf hat genauso viel gekostet wie die ganzen Sticker zusammen. Also fast so viel. Aber egal, das brauche ich immer. Das sind meine Klebebänder und die kaufe ich immer nur bei Kreativbund. Und darum mussten die mit. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon. Das wollte ich euch aber unbedingt zeigen, weil diese Sticker, die sind so unfassbar süß. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich die hin tue. ja, damit verabschiede ich mich auch von euch. Wie gesagt, den Shop verlinke ich euch mal unten. Schaut rein, aber ganz, ganz vorsichtig. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.